Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen uns hier mal mit den Zehnern und Neunern in der Mission und spielen das Treffen jetzt. Ich mit dem T1452 und der Centaur 120 ist mit bei uns. Haben wir eben schon mal probiert, fehlgeschlagen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Aber schön, dass wir mit den Hovercrafts an Land fahren. Und du sagst aber, im Englischen hat man die Ansprache, ne? Von den Jagdbefolter. Nee, ich hab die nicht. Gar nicht. Naja, muss ja auch nicht sein. Also ich spiele das Spiel auf Deutsch. Hab's vergessen, die deutsche Sprachausgabe einzufügen. Wahrscheinlich, ja. Irgendein Cortes wollte jetzt mit uns quatschen. Den hörst du auch nicht? Nein, ich höre gar keinen. Oh, hier ist doch ein T14 Armata, guck an. Aber der Originale, ne? Nicht der modifizierte. Haltet ihr die hinter mir auf, dass sie mir nicht ins Deck kommen? Ja. In der Mission geht meine Munition so extrem schnell aus. Ja, musst du mal ein bisschen Management betreiben damit. Ja. Sieht irgendwie schon koordinierter aus, was die Typen da machen. Wo fährt denn der Armata jetzt so weit vor, oder? Gut, 7000 Schaden habe ich noch auf der Uhr, das war gar nicht schlecht. Ich kipp schon mal das da oben. Ja. Oh, hier hat einer den Typ 99-140. Der war nämlich jetzt auch in so Boxen drin. Hatte ich da grün in den USA. So, Hit, mit Turm rausgeschossen, okay. Na, was ist denn mit dir los? Oh, okay, jetzt habe ich dem eigenen Kanone kaputt geschossen. Verdammt. Einfach ein bisschen hibbelig, der Junge.
Ding hat sogar Raketen drin, okay. Ich habe ein paar Kills geschlaucht hier, glaube ich. Ich habe ja oft extreme Frame Drops hier. Nö, da kann ich nicht berichten von. Ah, fuck, jetzt kann er weiterfahren. Die Nachladezeit ist einfach zu lang hier bei dem Scheißding. Auf der anderen Seite kommen sie auch. Ja, da hinten sind die 14er Marta, ja. Erstmal da helfen. Ja, ich bin am Reload. Aus mit dir und live gut, ne? Ja. Musstest du schon ja, okay. Ich hab grad voll repariert. Ah, shit. 90 MS, ich habe ein Problem. Ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Rap-Kit? Ja, ich muss nur überlegen, was ich hier bin. Achso, macht dann in den großen Panzer ein großes Rap-Kit rein. Weiß nicht, das ist ein großes oder ein kleines. Ich werde es eh merken. Okay, war ein kleines. Okay. Was hast du repariert? Motor, damit es halbwegs schnell geht. Extrem niedrige Frames. Da läuft das CPU-Limit. Alter, jetzt habe ich das Moonlager zweimal kaputt geschossen, trotzdem. Und ist seine Gun auch kaputt? Okay. Gut, weiter geht's. Halt dich schön zurück, nicht sterben, ne? Ja. Und ich glaube, der macht das da oben schon ganz gut, oder? Ja. Hm. Relativ teuer, oder? Der ist hässlich, also der ist wirklich richtig hässlich. Der tut immer richtig derbe weh. Na schön, der ist weg. Wetter. Unten kommt man gar nicht durch. 1400 habe ich noch, okay. Hoppala. Noch ein Haufen, was ist denn hier? Hier ist arbeitet wieder. Die Zeit ist schon langsam gesagt. Sehr schön. Was denn? Ich hab's knapp geschafft.
50. Harter Kampf, ich bin auch voll dabei hier, also kostet fast gar nicht. Oh, die Panzer haben jetzt Einschusslöcher. Also eben gerade, der hat jemals ein Einschussloch gehabt von meinem Schuss, von meinem... Okay. Ah, Bradley, was machst du denn? Ne, guck mal, so, gut. 12 Sekunden noch, dann haben wir's. Ich hab fast zweimal meine ganze Mund verschossen. Nein, nicht ganz. Ich hab einmal meine ganze Mund verschossen, bis auf 2 Schuss. Brauchte nicht reparieren, nix. Einmal habe ich, glaube ich, die Reparaturkiste. Nee, habe ich im anderen ausgemacht. Aber mit denen hier hat's gut funktioniert. Ja, das stimmt. Also, das sah auch koordiniert aus. Ich glaube, die haben schon öfter gespielt. Hui. Hui. Mal gucken, was das jetzt bringt. Ich habe 26.000 Schaden rausgehauen. Einen Sieg haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Das ist schon mal schön. Puh. Und mit diesem Gefecht habe ich meinen Centauro fertiggestellt. Oh, sehr schön. So, also das war nochmal locker flockig jetzt hier, 63.900 EPs und 1,557 Millionen an Kohle. Boah, nicht schlecht. So, was haben wir gekriegt? Feuerschutz, die meisten Kills fand ich, habe Fahrzeuge an erfolgreichen PvE-Motionen assistiert, also die meisten Assists habe ich. Aber da stand auch mindestens 15, naja gut, egal, weiß ich gar nicht. Die Sphinx hat 37.000 Schaden rausgehauen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Na gut, das mal 7, das haut natürlich ordentlich rein, ne? Das ist richtig gut. Hier unser Lieutenant kriegt auch nochmal 95.000. Sehr schön. Gut, das war eine Runde Armored Warfare. Mit einem großen Sieg haben wir hier mal was geschafft. Das erste Mal, dass wir, glaube ich, eine legendäre oder eine schwere Mission mit den Panzern auch als Sieg feiern konnten. Gutes Team gehabt. Hat gut alles funktioniert. Hat mir schon gefallen. Ja, dir auch? Ja, war sehr nice. War sehr nice, gut. Dann, wenn es euch auch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis denn, tschüss. Servus.